Jetzt freue ich mich, den zweiten Vortragenden von heute vorzustellen, Professor Karl-Heinz Latwig. Er ist Epidemiologe, auch hier in München, arbeitet am Helmholtz-Zentrum und ist auch affiliiert mit der Technischen Universität München. Und auch er wird sich zu dem Thema, wie Stress sich auf unsere Gesundheit auswirkt, uns da Daten präsentieren, die ich mich jetzt sehr freue. Professor Latwig. Alles klar, danke. Ja, schön, dass Sie alle da sind am Samstagabend. Ich will es heute Abend Ihnen so interessant machen, wie es geht. Und interessant heißt auch, dass man es vielleicht ein bisschen provozierend macht. Also schauen wir mal, wie wir heute Abend miteinander zurechtkommen. Als Prolog habe ich mir ein Zitat mitgebracht, das ich Ihnen gerne vortragen würde. Ich muss vielleicht auch noch ergänzend sagen, ich bin eigentlich habilitiert in psychosomatischer Medizin. Ich bin epidemiologisch am Helmholtz-Zentrum tätig und klinisch im Klinikum rechts der Isar und versuche das heute Abend auch Ihnen so ein bisschen zu vermitteln. Ich habe ein Zitat. Die fantasievolle Schwungkraft, der muntere Idealismus seiner Jugend waren dahin. Im Spiele zu arbeiten und mit der Arbeit zu spielen, mit einem halb ernst, halb spaßhaft gemeinten Ehrgeiz nach Zielen zu streben, denen man nur einen Gleichheitswert zuerkennt, zu solchen heiter skeptischen Kompromissen und geistreichen Halbbreiten gehört viel Frische, Humor und guter Mut. Aber er fühlte sich unaussprechlich müde und verdrossen. Was für ihn zu erreichen gewesen war, hatte er erreicht, und er wusste wohl, dass er bei dem Höhepunkt seines Lebens, wenn überhaupt, wie er bei sich hinzufügte, bei seinem so mittelmäßigen und niedrigen Leben von einem Höhepunkt die Rede sein konnte, längst überschritten hatte. Der gänzliche Mangel eines aufrichtig feurigen Interesses, das ihn in Anspruch genommen hätte, die Verarmung und Verödung seines Inneren, eine Verödung so stark, dass sie sich fast unablässlich als ein unbestimmt lastender Gram fühlbar machte, verbunden mit einem unerbitterlichen inneren Verpflichtung und zähen Entschlossenheit, um jeden Preis würdig zu repräsentieren, seine Hinfälligkeit mit allen Mitteln zu verstecken und die Dehors zu wahren, hatte dies aus seinem Dasein gemacht. Hatte es künstlich, bewusst, gezwungen gemacht und bewirkt, dass jedes Wort, jede Bewegung, jede geringste Aktion unter Menschen zu einer anstrengenden und aufreibenden Schauspielerei geworden war. Prolog zu Ende. Die ausgebrannte Gesellschaft. Machen wir uns nichts vor. Wir leben im Kapitalismus und die bunte Warenwelt ist nicht für leuchtende Kinderaugen gemacht, sondern liegt einzig und allein in diesen Altären des Kapitalismus da, um sie in Geld zu verwandeln. Wir leben in Städten, die schon Alexander Mitscherlich, ein Psychoanalytiker der 50er, 60er Jahre, als unwirtlich beschrieben hat. Und in der sozusagen Psychologie des Menschen bildet sich so etwas wie ein rasender Stillstand ab, eine Formulierung eines französischen Autors, der von Hartmut Rosa übernommen worden ist und so viel meint wie, obwohl immer alles viel schneller geht, haben wir immer weniger Zeit. Und eins kommt hinzu, wir können das Grübeln nicht lassen. Auch Sie während meines Vortrags werden ab und zu abschweifen und wieder an andere Dinge denken. Es gibt hier diese Untersuchung in Science und ich möchte hier nur auf diesen kleinen Bubble hinweisen, Making Love, sage ich gleich noch was dazu, der ganz wichtig ist. In dieser Studie in Science, publiziert 2012, haben die Untersuchung eine mit einer iPhone-gestützte Datenbasis mit Echtzeitberichten über Gefühle und Handlungen von sage und schreibe über 250.000 Menschen in 83 Ländern erfasst, indem sie sich einfach angerufen haben, gefragt haben, können wir sie anrufen? Ja, und was machen sie jetzt gerade? Und da hat sich herausgestellt, dass die in dem Moment, wo sie diese 250.000 Leute angerufen haben, ungefähr die Hälfte von denen gerade mit irgendwelchen Aktivitäten beschäftigt waren, aber gleichzeitig auch in Gedankenkreisen, in Wandering. Und die einzige Ausnahme war dieser kleine Bubble, nämlich da waren nur 3% der Befragten mit anderen Dingen beschäftigt, als mit dem, was sie sich da vorgenommen hatten. Während des Mind-Wanderings waren die Menschen weniger glücklich, als wenn sie dies nicht taten.
Selbst wenn sie sich über wenn sie eher über positive Dinge nachdachten, waren sie doch unglücklicher, als wenn sie gar nichts nach was gedacht haben. Mind-wandering war damit der Grund, nicht die Folge von Unglücklichsein. Was die Menschen dachten, war ein besserer Vorhersager, Prädiktor ihres Gefühlszustandes, als das, was sie taten. Also wir sind sozusagen ständig dabei, über irgendwas nachzudenken. Und was ist es? Was ist es eigentlich, über was wir nachdenken, wenn wir so älter werden im Laufe unseres Lebens? Ist es Ernüchterung? Ist es Realismus in Bezug auf das, was man erreichen kann? Ist es Anpassung an die ökonomischen Rahmenbedingungen? Ist es vielleicht bei vielen Berufen Resignation in Bezug auf das, was wir mal, wie wir angefangen haben, von unserem Berufsleben gedacht haben? Ich glaube schon, alles irgendwie gehört dahin. Stress, vielleicht nochmal so eine Kategorie, die wir nochmal ganz besonders hervorrufen können. Stress am Arbeitsplatz, das ist in vielen Kulturen um die Welt, in vielen westlich geprägten Kulturen ein ganz wichtiger Begriff. Und was die Bedeutung von Stress auf die koronare Herzerkrankung betrifft, hat übrigens eine ganze Zeit gedauert, bis die Daten valide waren. Und dies ist eine Studie von einem Finn Kivimaki, heißt der Mann, der es geschafft hat, fast 200.000 Daten aus ganz Europa zusammenzutragen und dahin zu analysieren, wie dieser Stressfaktor, Arbeitsstress, auf die koronare Herzerkrankung wirkt. Und da zeigten sich eine ganze Reihe von Dingen, nämlich, dass Frauen noch mehr belastet waren als wie Männer, dass die jüngeren Altersgruppen mehr belastet waren und im Gegensatz zu dem, was wir sonst bei allen Dingen sehen, die sich mit sozioökonomischem Status beschäftigen, dass der höhere sozioökonomische Status der belastendere war. Wir haben das, bitte erschrecken Sie nicht über dieses Bild. Ich habe es jetzt trotzdem, obwohl ich Ihnen nicht so viel Daten zeigen wollte, drin gelassen. Nur deswegen, weil dieses Modell ganz schön zeigt, wie der Faktor Jobstress im Verhältnis zu allen anderen großen bekannten Risikofaktoren auf die koronare Herzerkrankung wirkt. Und hier oben sehen Sie den Effekt, der bleibt immer signifikant für den Arbeitsstress. Und hier sehen Sie die Zahlen für die klassischen Risikofaktoren, die Sie alle kennen. Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und so weiter. Und wenn Sie mal ganz schnell durchschauen, sehen Sie, dass also eigentlich nur das dauerhafte Rauchen ein höherer Risikofaktor als der Stress in diesem Modell war. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und wie kommt sowas? Das liegt daran, dass der Arbeitsstress natürlich nicht alleine kommt. Der ist nicht monadenhaft in der Welt, sondern er verbindet sich psychologisch mit einer ganzen Reihe von Dingen. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der unter einer erheblichen Stressbelastung in seinem Arbeitsplatz steckt. Was macht er? Also er wird wahrscheinlich, und das machen sehr viele, sich falsch ernähren. Kompensatorischer Kalorienzufuhr. Auf Deutsch gesagt, die Tüte mit den Chips steht daneben und andere leicht zu konsumierende Süßigkeiten gehören dazu. Bewegungsmangel, Lethargie, Rauchen. Und dann noch das, was wir als Work Hard, Drink Hard bezeichnen, nämlich Selbstsedierung durch Alkohol. Wenn der Tag vorbei ist, versammeln wir uns in den Bars und trinken ordentlich. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit der niedrigeren Sozialschichten, sondern das ist etwas, was wir sozusagen in den Frankfurter Kneipen so um 5, 5:30 mit den Bankern da auch sehen. Was folgt daraus? Da folgt daraus, dass solche Menschen natürlich irgendwann mal weitere Risikofaktoren akkumulieren. Sie ziehen sich zurück, sie isolieren sich, sie geraten möglicherweise, und das ist fatal, in ein innerfamiliäres Streitklima. Also sie haben den ganzen Tag Ärger in der Arbeit und kommen nach Hause und da geht es dann lustig weiter. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Entfremdung, andauernde Kränkung. Und das Ganze ist natürlich mit der Schwächung der Widerstandsfähigkeit verbunden mit einer Schwächung der Resilienz, also dieser Stehaufmännchenqualität, die wir vielleicht prima vista mal hatten, verbunden mit Schlafstörungen, Reizbarkeit, Nervosität und dann dreht sich alles wieder im Kreis. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wenn wir von Arbeitsstress nur als Beispiel sprechen, dann sprechen wir letztlich über ein ganzes Leben, wo viele, viele Dinge irgendwie nicht so richtig gut funktionieren. Ich hatte schon erwähnt, die Ehe, also sind die bei dem Erwachsenenalter sind es eigentlich zwei Dinge, die ganz zentral konflikthaft sind. Einerseits der Arbeitsbereich und der familiäre Bereich. Und
Was die ausgebrannte Gesellschaft betrifft, gehört es irgendwie natürlich auch zusammen. Und ich will jetzt keinen zynischen Witz machen, aber an den Zahlen, die Sie hier sehen, sehen Sie, dass viele Menschen den schönsten Tag ihres Lebens mehrfach in ihrem Leben erleben. 35% aller Ehen werden in den nächsten 25 Jahren geschieden. Die durchschnittliche Ehe beträgt nicht 7 Jahre, wie ein Hollywood-Film behauptet hat mal in meiner Jugend, sondern fast 15 Jahre. Und die Hälfte und die Kinder, die davon betroffen sind, sind da auch aufgetragen. Also ein durchaus hochprävalentes, hochhäufiges Stresssymptom. Und auch hier könnte ich wieder sagen, so eine Ehezerwürfnis, so eine Scheidung kommt ja, wie viele von uns hier auch im Raum wissen, nicht aus von dem Ungefähr, sondern es ist ja eine längere Entwicklung, eine zermürbende, häufig sehr schreckliche Entwicklung, die die Menschen insgesamt in den Innersten trifft. Und hier eine Arbeit von Christina Oud-Gomer über das Verhältnis von Ehestress zu Berufsstress in Bezug auf die koronare Herzerkrankung bei Frauen in der Stockholm Female Study. Und da zeigte sich, dass der Marital Stress, also der Ehestress, einen höheren Impact sozusagen auf die koronare Herzerkrankung hatte wie der Arbeitsstress. Wie ist es denn mit der Ehe überhaupt? Wollte ich Ihnen jetzt nicht ganz vorenthalten, obwohl das jetzt nicht, vielleicht nicht ganz zur Gesellschaft gehört. Aber was Sie hier sehen ist, dass wer profitiert am meisten von der Ehe? Männer oder Frauen? Männer. Frauen haben gar keinen wesentlichen Erfolg davon. Und es ist sogar noch schlimmer, wenn Frauen und Männer in einem Dauerstreit verstrickt sind und Frauen in dieser Konflikthaftigkeit anfangen, sozusagen sich in sich zurückzuziehen, Silencing nennt man das, dann haben sie ein hochsignifikant erhöhtes Risiko, daran sozusagen gesundheitliche Folgen, sogar daran zu sterben. Und bei Männern, die sind da auch da wiederum äußerst robust. Das Einzige, was bei den Männern in dieser Framingham-Studie, eine ganz berühmte amerikanische Studie, gezeigt werden konnte, war, dass wenn die Frauen in der Berufshierarchie einen höheren Status hatten, dann haben die Männer darunter gelitten. Wie sind die klinischen Erscheinungsbilder einer ausgebrannten Gesellschaft? Ich denke mal, dass ich das auf zwei Dinge konzentrieren möchte, auf das Burnout-Syndrom, wie man das neumodisch sagt, und wie das die Alten gesagt hatten, Neurasthenie. Übrigens ein wunderschöner Ausdruck, finde ich, Neurasthenie. Das heißt, neu sind die Nerven und Asthenie ist die Schwäche, also Nervenschwäche. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts in der französischen Psychiatrie erfunden worden und in meinem Fach in der Psychokardiologie ist es unter dem Ausdruck vitale Erschöpfung, vital exhaustion, wirklich zu einem bekannten Ausdruck geworden. Burnout ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Ausdruck. Er ist so ein bisschen sozusagen in Frage gestellt, dadurch, dass es so ein Modeausdruck ist. Ich verwende ihn nicht so gerne, aber er passt eigentlich schon. Er passt dazu, etwas zu sagen, was mit so einem Teufelskreis auch verbunden ist. Ich möchte das nicht alles ausdrücken, sondern es beginnt mit dem Zwang, sich zu beweisen und endet mit dem Zusammenbruch. Und alles, was dazwischen kommt, sind Verstärkungen in diese Richtung. Was ist also das Burnout-Syndrom? Was ist die Neurasthenie, die vitale Erschöpfung? Das ist sowas wie Ausgebranntsein, wie Rückzug, wie Konzentrationsschwäche, also auch eine kognitive, geistige Seite, Vergesslichkeit. Und das ganz Wichtige ist, was wir sozusagen in der Psychologie dieser Menschen sehen, dass sie ihren Status quo, also das, was sie mal waren und was sie repräsentieren, nur dann noch erreichen, wenn sie einfach noch mehr Energie hineinlegen in das, was sie tun. Also sie brauchen immer mehr, um sozusagen das aufrechtzuerhalten, was sie sind. Und dann finde ich auch noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der mir sehr gut gefällt, ist das, was man so als Compassion Fatigue bezeichnet. Also die Unfähigkeit, den Menschen als Person wahrzunehmen und mitfühlend zu reagieren. Ja, und da ist mir, also jetzt wie ich in der U-Bahn war, eingefallen, das bezieht sich eigentlich, also ursprünglich habe ich das mal für meine Medizinerkollegen gedacht, wie wir auf Patienten zugehen.
Aber das betrifft auch die Mitarbeiterin in der Personalabteilung, wenn ein Mitarbeiter zu ihr kommt und mit dieser Kollegin dann zu sprechen muss. Oder es betrifft den Busfahrer, der einfach dann, wenn jemand angerast kommt, um noch vielleicht mit dem Bus mitzufahren, dann einfach tatsächlich mal wartet, die Tür aufmacht und ihn mitnimmt und nicht einfach den dann stehen lässt und so weiter. Also es ist etwas, was unser Leben in unserer Gesellschaft deutlich verbessern könnte, wenn wir das weit praktizieren. Die Depression auf der anderen Seite, auch da, also das Problem in der Psychosomatik, in der Psychologie ist immer, dass wir es mit Begriffen zu tun haben, wo wir immer alle glauben, dass wir wissen, wovon wir reden, weil es sozusagen umgangssprachlich relativ verbreitet ist, aber letztlich doch Probleme haben, das genauer zu bestimmen. Was ist es eigentlich? Ich frage immer im Staatsexamen die Studenten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trauer und oder Traurigkeit und Depression? Gar nicht so einfach zu beantworten. Depression jedenfalls ist eine depressiv gedrückte Stimmung, also der Affekt. Es ist ein herabgesetzter Antrieb, vitale Erschöpfung, Müdigkeit. Und es ist so etwas wie Anhedonie, also die Unfähigkeit, Trauer zu empfinden. Und dann ist es noch, Freude zu empfinden, Entschuldigung. Und dann ist es noch etwas, was ich auch ganz wichtig finde. Es ist eine vergleichsweise schlecht behandelbare Erkrankung. Also wir haben ganz viele Patienten, die auf gängige Therapiemethoden nicht ansprechen. Daher gibt es auch eine hohe Wiederauftretensrate und erhebliche organische Folgeschäden. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Und es betrifft den ganzen Lebensinhalt dieser Menschen. Es betrifft die Lebensführung, es betrifft die Alltagsrollen, es betrifft die Lebensanforderungen und auch die Denkmuster dieser Patienten. Und die Folgen sind entsprechend radikal. Also nach dem DRK-Bericht von 2013 sind die depressiven Episoden die häufigste Einzeldiagnose im Zusammenhang mit Arbeitsausfalltagen. 47% aller Erwerbsminderungsberentungen und Frühberentungen sind die beruflichen Folgen der Depression. Und was die organische Seite betrifft, möchte ich Sie einladen, ein bisschen mir zu folgen, was die Depression und die koronare Herzerkrankung betrifft. Die Depression ist mittlerweile von der amerikanischen Herzgesellschaft als Risikofaktor für die Prognose nach dem Eintritt einer koronaren Herzerkrankung als Risikofaktor anerkannt worden. Und das ist so ein bisschen so wie der Heiligenschein vom Papst. Wenn die amerikanische Herzgesellschaft das sagt, dann sagen alle Fachgesellschaften in der Kardiologie auf der Welt das Gleiche. Und das ist auch so der Fall. Und sie haben gute Gründe dafür, die will ich nicht alle nennen. Ich will nur ein Beispiel aus einer eigenen Arbeit zeigen, wo wir für die etiologische Wirkung, also für die Bedeutung der Depression als Risikofaktor für das Neuauftreten eines Infarktes mal nachgesehen haben, wie steht es eigentlich im Verhältnis zu den anderen klassischen Risikofaktoren. Und haben deswegen 10 Jahre Männer verfolgt, die am Anfang scheinbar gesund waren und haben alle Risikofaktoren jeweils nach den anderen Risikofaktoren adjustiert, das heißt danach kontrolliert. Und was sich dann herausgestellt hatte, jetzt bei den absoluten Risiken, dies ist die Depression, zeigte sich, dass die Mortalitätsraten pro 1000 Patientenjahre ungefähr bei allen Risikofaktoren gleich stark war. Also dass auch die Depression in etwa die gleiche Bedeutung hat wie alle anderen Risikofaktoren. Und hier nochmal ein Bild, das es als relative Risiken darstellt. Und hier ist die Depression, die fällt fast mit der Hypercholesterinämie, also mit der Fettstoffwechselstörung zusammen. Und wie Sie sehen, bis auf den Bluthochdruck, der ein ganz starker Ausreißer ist, und das Rauchen, sind die Risikofaktoren alle sehr, sehr ähnlich. Und man muss hinzufügen, es ist nicht so schwer, nach der Depression zu fragen. Und hier habe ich nochmal die PAS, nennen wir das, Population Attributable Risk genannt. Da stellt man sich als Epidemiologe vor, dieses Risiko wäre nicht vorhanden und was würden wir dann sozusagen an Mortalität, an Tod sparen. Und das waren in dieser Studie 15%. Und das heißt also ungefähr übersetzt 45.000 Infarkte pro Jahr gehen auf das Konto der Depression in Deutschland. Das sind 450.000 in einer Dekade. Durch welche Bedingungen wird denn die Depression zu einer solchen potenziell bedrohlichen Expositionsvariablen? Und das sind eine ganze Reihe Faktoren, die dafür sprechen. Es ist nicht nur einer.
Ich will hier, weil das Thema natürlich die gesellschaftliche Bedeutung ist, auch nochmal die gesellschaftliche Bedeutung herausstellen. Und hier haben wir uns mal angeschaut, 20 Jahre nachverfolgt, hier war die erste Untersuchung. Und in diesen 20 Jahren sind eine ganze Reihe von Menschen gestorben. Und diese ganzen kleinen Zacken sind jedes Mal die Todesfälle in diesem Zeitraum. Und dann haben wir diese gesamte Gruppe stratifiziert, untergeteilt in vier Gehaltsgruppen und die wiederum getrennt nach Depression und Nicht-Depression. Und dies heißt, dass das sind die, die am wenigsten gestorben sind und das sind diejenigen, bei denen die meisten Todesfälle aufgetreten sind. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was wahrscheinlich diese Regenbogenfarbe, welche Gruppe sich dahinter verbirgt, dann werden Sie es wahrscheinlich schon ahnen, nämlich die mit der höchsten Gehaltsgruppe und mit keiner depressiven Symptomatik. Und umgekehrt, die gelbe Gruppe da unten ist tatsächlich die in der niedrigsten Gehaltsgruppe und mit dem höchsten Ausmaß an depressiver Symptomatik. Also da kommen gesellschaftliche Verhältnisse und psychologische Verhältnisse zusammen und bilden zusammen eine toxische Gemengelage, die dazu führt, dass, was wir hier sehen. Ich will das jetzt hier nicht wirklich weit ausdehnen, aber es gibt noch eine ganze Reihe Verhaltensauffälligkeiten bei depressiven Patienten. Sie sind welche, die am ehesten wieder anfangen zu rauchen, wenn sie Raucher waren. Sie halten sich nicht an die Medikation, die ihnen verschrieben wird. Sie sind diejenigen, die am meisten brauchen, wieder zur Arbeit zu kommen, mit den höchsten Ausfallraten, habe ich schon gesagt. Und natürlich auch, was die intimen Beziehungen, also die Sexualität und so weiter betrifft, haben sie die größten Probleme. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie erklärt sich das biologisch, das, was wir hier haben? Wir müssen in der Evidence-Based Medizin natürlich letztlich begründen können, auch biologisch begründen können, warum das so ist, was wir hier an toxischen Mechanismen und Vermittlungswegen sehen. Und das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Ich will das nur ganz kurz machen, aber ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, dass es mittlerweile schon gute Überlegungen darüber gibt, wie letztlich psychobiologische Verursachungswege zwischen seelischer Gesundheit und körperlichen Prozessen sich vermitteln. Und das bezieht sich eigentlich nicht nur auf die Depression, sondern auch auf Arbeitsstress und alle anderen chronischen Stressoren, die dem Menschen zusetzen können. Und insofern ist das so wichtig. Und die Hauptspieler, die Hauptautobahnen, Pathways, die da eine Rolle spielen, sind das autonome Nervensystem, das Hormonsystem und das Immunsystem. Bei dem autonomen Nervensystem ist es so, dass wir wissen, dass Menschen, wenn sie lange unter erheblichem Stress leiden, dass sie nicht mehr so dynamisch auf Anforderungen reagieren können, wie das unser Nervensystem ansonsten macht und dass das Herz dann in seiner Variabilität, also in seiner Dynamik, wesentlich starrer reagiert. Das heißt also, es reagiert diese Herzfrequenzvariabilität, die durch das autonome Nervensystem gesteuert wird, funktioniert quasi wie ein Metronom, aber nicht wie ein dynamischer Prozess. Bei dem Hormonsystem spielen eine ganze Reihe von wirklich große Anzahl von Faktoren eine Rolle, neben den klassischen Stresshormonen, die jeder von uns kennt. Die Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin und das Cortisol spielen auch sogenannte pleiotrope Hormone in der Stressregulation eine Rolle. Pleiotrop heißt Hormone, die eigentlich eine andere Funktion haben, wie zum Beispiel die Regulation von Hungergefühlen. Die spielen auch hier eine wichtige Rolle und interagieren mit den anderen Hormonen. Und das Allerspannendste, jedenfalls für mich in meiner beruflichen Laufbahn als Forscher, war zu sehen, dass das Immunsystem, dass das ebenfalls in der Stressregulation eine Rolle spielt. Das wissen Sie alle, wenn Sie unter erheblichem Stress sind und schon mal einen Herpes an der Lippe hatten, dann kriegen Sie garantiert wieder in dieser Zeit eine solche Erkrankung, weil das Immunsystem da geschwächt ist. Was heißt das? Das heißt in der Tat, dass es ein revolutionäres Konzept eigentlich ist, nämlich dass die immunologischen Reaktionen, also die Reaktionen des Immunsystems, nicht nur bei Antigenabwehr innerer Noxen, also
auf Schmutz, auf Bakterien, auf Viren, auf Dinge, die in unseren Körper eindringen, reagieren, sondern dass es dem Körper, dem Immunsystem egal ist, ob die Überforderung durch solche Dinge passiert oder durch Stressfaktoren. Ja, das finde ich, das ist ein extrem spannender Punkt. Und das können wir inzwischen mittlerweile sehr, sehr gut messen und es gibt tausende von Untersuchungen. Das ist ein gut begründeter Zusammenhang, dass erhöhte immunologische Parameter, beispielsweise sind es die des angeborenen Nervensystems, die akuten Phaseproteine und sogenannte proinflammatorischen Zytokine unter akuten und chronischen Stresssymptomen, Konditionen hochgehen. Und umgekehrt ist es so, also der Körper produziert aufgrund von Stresssymptomen solche Immunparameter. Umgekehrt, wenn der Körper aufgrund von Verwundung oder anderen Dingen solche Immunparameter produziert, dann kann das auch Verhaltenswirkungen haben. Also sozusagen der umgekehrte Weg. Also wenn der Hofhund zum Beispiel von einem Trecker angefahren wird, dann wird er sich zurückziehen auf die Scheune irgendwo in einer Ecke und wird mehrere Tage schlafen, sich keinen Hunger haben und versuchen sozusagen seine Wunde zu regulieren. Und das sehen wir bei Menschen auch. Wir sehen, wenn wir, und das kennen Sie vielleicht auch, dass sie sich lethargisch, niedergeschlagen, keinen Appetit haben, schläfrig und so weiter fühlen, kurz bevor sie eine schwerere Erkrankung kriegen oder eine Erkältung kriegen, dann ist es ganz häufig sozusagen der Vorbote dieser Erkrankung selbst, wo der Körper bereits schon reagiert. Der Überlebensvorteil, habe ich gerade an dem Hofhund gesagt, ist natürlich klar. Es erlaubt diesen Tieren oder dem Organismus dann zu überleben. Nochmal so zusammengefasst zu dieser Stressreaktion. Das ist schon eine sehr kriegerische Geschichte. Also da geht es letztlich um Kampf, um Flucht oder um Angriff, sozusagen um die Fähigkeit, da reagieren zu können. Und ich habe hier eine Folie mitgebracht, ich will das aus Zeitgründen jetzt gar nicht so sehr ausdehnen, aber das wäre auch nochmal ganz interessant, darüber zu sprechen. Reagieren Frauen eigentlich anders als Männer? Ja? Also aus den Urzeiten unserer Humangeschichte wissen wir natürlich, dass Frauen primär eine ganz andere Funktion als Männer hatten. Die Männer sind tagelang sozusagen auf Achse gewesen und haben irgendwelche Rentiere erledigt, während die Frauen in den Höhlen saßen und die Kinder gepflegt haben. Und dass diese Ursuppe von unseren unterschiedlichen Rollenverteilungen drückt sich möglicherweise auch, und das beginnen wir jetzt wesentlich besser zu verstehen, auch in Geschlechtsunterschieden bei diesen Stressreaktionen auszuwirken. Was können wir tun? Als erstes Mal müssen wir natürlich, also ich will noch einen Punkt vorweg sagen, ist auch schon bei meiner Vorrednerin oder in der Diskussion eben angesprochen worden, finde ich völlig zu Recht von einem Zuhörer von Ihnen. Sollten wir auf diese ganzen Dinge, die ich Ihnen jetzt hier ganz schnell vorgetragen habe, pharmakologisch reagieren? Ich glaube, das ist zunächst mal keine gute Idee. Hier sehen wir eine ganz klassische Kurve über die Wirkung von Antidepressiva. Und dies ist der Schweregrad der Depression und dies ist die Verbesserung, also die Effektivität der Medikation. Dies ist die Kurve der pharmakologischen Therapie, also der Medikation, und dies ist die Placebo-Gruppe. Und was Sie sehen, ist dieser grüne Bereich, ist der einzige Bereich, wo der Unterschied zwischen Medikament und Placebo signifikant war. Und zwar ist es da, wo die höchsten Ausmaße von Schweregrad der Depression sind. Das bedeutet, dass wir sicher davon ausgehen können, dass eine antidepressive Medikation bei schwer depressiven Patienten, bei klinisch schwerwiegenden, hospitalisierten Patienten sicher wirkt. Bei allen anderen ist es unsicher. Kann es in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Also sind wir selbst gefragt. Und ich denke mal, dass wir dazu kommen müssen, einfach uns auch selbst ein bisschen zu reflektieren, eine gewisse Distanz zu uns einnehmen und uns zu fragen, wie sind wir eigentlich, wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Sind wir wirklich, gehören wir zu denen, von denen immer davon die Rede ist, dass sie unter Stress stehen?
also eine Selbstreflexion, eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst. Vielleicht auch die Frage mit dieser Compassion-Fatigue, bin ich sozusagen wesentlich weniger in der Lage, auf meine Mitmenschen zuzugehen. Dann sollten wir uns möglichst nicht ärgern. Ärgern macht krank. Und hier in dieser Arbeit zeigte sich, dass konstruktiver Ärger wiederum gut ist. Also wenn Sie sich mit Ihrem Partner streiten und anschließend in den Armen liegen, dann kann ich Ihnen versprechen, dass es für Sie eine positive Wirkung hat, nicht nur für Ihre Beziehung, sondern auch für Ihre Gesundheit. Als nächstes würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich bewegen. Und hier sehen wir eine schöne Arbeit, die zeigt, desto höher, desto mehr sind gestorben. Und das sind diejenigen, die ein hohes Ausmaß von Depressionen hatten, die körperlich inaktiv waren und die wiederum körperlich inaktiv und depressiv waren. Also sowas Ähnliches, wie ich Ihnen schon gezeigt habe am Anfang. Die haben von Anfang an die schlechteren Überlebenskarten gehabt. Und diejenigen, die gar nichts hatten, die sich also körperlich bewegt haben und keine Depression hatten, die hatten die besten Überlebenschancen. Auch in diesen Studien konnte gezeigt werden, dass körperliche Aktivierung, was die Depressionswerte betrifft, besser funktioniert wie ein Placebo, aber auch besser wie die Standardmedikation, die wir von der Therapie kennen. Trotzdem ein kleines Wort der Warnung, machen Sie es nicht zu doll. Hier sind diejenigen, die am wenigsten depressiv sind und hier sind die höheren Werte, die gar keinen Sport machen oder gar keine körperlichen Aktivitäten sind, die mit den hohen Werten, aber es ist eine Inverse U-Curve Distribution, nennt man das. Desto mehr Sport man macht, desto kränker wird man dann auch wieder. Oder anders gesagt, die Verrückten hören dann auch nicht auf, Sport zu machen. Soziale Beziehung, Unterstützung, das geht jetzt schon fast ins Ende von meinem Vortrag. Desto mehr Sie soziale Netzwerke haben, desto mehr Freunde haben, mit denen Sie sich ordentlich unterhalten und zusammen essen können, umso besser ist es für Sie. Und als letzten Vorschlag, Meditation ist etwas, wo ich sozusagen als Grundlagenforscher erstmal natürlich auch so ein bisschen Probleme mit hatte, aber mittlerweile vom Saulus zum Paulus geworden ist, weil wir das untersucht haben und wissen, dass tatsächlich, wenn wir uns wirklich gut entspannen können, wir selbstständig ohne Medikamente die Entzündung aus dem Körper raus sedieren können. Also meine rezeptfreien Therapievorschläge sind, reflektiere deine Situation, handle überlegt und distanziert, Mensch, ärgere dich nicht, gehe raus und mache Sport, pflege Freundschaften und soziale Netzwerke, lerne dich zu entspannen und wenn das alles noch nicht wirkt, habe ich noch eine letzte Idee. Anstatt einer Zusammenfassung, eine ganz kleine Anekdote. Ich bin mal auf einem Workshop in den USA gewesen, irgendwo in den Rocky Mountains oder wo das war. Und dann saß man dann abends am Kaminfeuer. Neben mir saß so ein großer, breiter Kerl mit einem Cowboyhut und fragte mich, was machst du denn so? Und dann sagte ich, ich bin Psychokardiologe. Und lacht er mich aus. Dann im Gegenteil, er gab mir einen Klaps auf den Rücken und sagte, das findet er großartig. Er habe Folgendes gemacht. Er war ein Forscher, der sich mit Endothelveränderungen an den externen Karotiden beschäftigt hat. Und da haben sie mal ein Tiermodell entwickelt, wo sie bei diesen Neuseeland-Kaninchen, die gezüchtet haben und gehofft haben, dass sie eine Atherosklerose entwickeln und andere nicht. Und in diesem Versuch hat das nicht hingehauen. Und der Chef, also dieser Bob Nearham, hat dann seine Leute zusammengerufen und hat dann sich von allen die Protokolle geben lassen, Essensprotokoll, Ernährungsprotokoll, Lichtprotokoll, Bewegungsprotokoll und so weiter. Und es konnte nichts gefunden werden. Und dann hat dann einer sich gemeldet und hat gesagt, vielleicht liegt es an unserer neuen Tierpflegerin. Die ist mit dem einen Stamm von den Untersuchungskaninchen immer sehr liebevoll umgegangen und hat sie auf den Arm genommen und gestreichelt. Und das haben dann die Forscher, Amerikaner sind ja sehr praktisch orientiert, tatsächlich in einem Experiment ausprobiert und zeigen können, dass tatsächlich die Oberfläche von atherosklerotischen Veränderungen bei den Tieren, die liebevoll behandelt worden sind, deutlich weniger war wie bei dem Rest. Das also mein
Hinweis auf den weiteren Verlauf Ihres Wochenendes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich wollte noch sagen, das ist typisch oberbayerische Arbeitsgruppe. Also, Professor Latwick, ganz vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich fand auch schön, dass zum Ende noch so ein positiver Ausblick kam, nach den zum Teil ein bisschen negativen Anfangsdaten. Ich bin mir sicher, dass es viele Fragen gibt von Ihnen, die vielleicht noch das eine oder andere wissen wollen oder noch einen zusätzlichen Tipp haben wollen, was Sie denn noch machen könnten. Gibt es Fragen aus dem Publikum davon? Also für mich war es sehr interessant, dass Sie auch die Wirkung der Psychopharmaka untersucht haben. Mich würde noch interessieren, Sie haben die Psychotherapie ganz vergessen, oder ist das Streicheln schon eine Art der Psychotherapie? Auf jeden Fall. Wollte jetzt nicht zu tief in dieses Thema hineingehen. Was die Psychokardiologie betrifft, sind die größten Psychotherapiestudien der Welt im Bereich der Psychokardiologie durchgeführt worden, mit vielen tausend Probanden. Wir haben auch an einer Studie teilgenommen, bei der 6000 Probanden dabei waren. Und damals war die etwas hybride Vorstellung, dass man mit Veränderung der Depression auch die Mortalität ändern konnte. Und das konnte in den ersten Jahren dieser Studie nicht gezeigt werden. Und das hat viele Ursachen, dass das jetzt im Einzelnen zu nennen ist, nicht so ganz einfach. Aber unter dem Strich war es so, dass ob man jetzt in die Indexgruppe, also in die Therapiegruppe oder in die Kontrollgruppe geguckt hat und immer nur dann die erfolgreich Behandelten rausgegriffen hat mit den nicht erfolgreich Behandelten, hat sich gezeigt, unabhängig von was man da gemacht hat, waren diejenigen, hatten die besseren Überlebenschancen. Also nochmal ein Proof of the Concept für die Depression als Risikofaktor und ein Hinweis darauf, dass auch solche eher blanden Formen, also weniger kritischen Formen der Depression, wie wir sie ja bei unseren Herzpatienten sehr häufig haben, mit diesen vitalen Erschöpfungssymptomen, Syndrom und so weiter, was deutlich unterschiedlich ist von der sogenannten unipolaren Depression in der Psychiatrie, dass das trotz all dem sehr schwierig zu behandeln ist. Und ein alter Trick sozusagen von meinem früheren Chef, hat immer gesagt, nimm die schwerstkranken Patienten, wenn du eine Therapiestudie machst, weil bei den mittelschweren kriegen wir am wenigsten Unterschiede. Okay, dann gebe ich mal hier vorne und danach Herrn Holl. So wie ich das jetzt verstanden habe, haben Sie die Depression als einen Risikofaktor dargestellt für Herzerkrankungen. Ist nicht die direkte Auswirkung eines Selbstmordes viel, viel wahrscheinlicher? Die direkte Auswirkung eines Selbstmordes? Also einer Depression, dass die eher zum Selbstmord führt als zu einer Herzerkrankung. Also wir würden jetzt als Fachleute nicht von Selbstmord sprechen, sondern von Suizid. Aber okay. Gott sei Dank ist der Suizid, ist die Häufigkeit eines Suizides Gott sei Dank so gering, dass es eigentlich bei der Bedeutung als Risikofaktor fast nicht in Frage kommt und auch ganz häufig bei anderen Krankheiten noch häufiger ist. Also die Depression, die körperlichen Auswirkungen der Depression sind also in der Häufigkeit und damit von der Gesamtbedeutung für die Gesellschaft wesentlich größer bei den großen Erkrankungen als wie bei dem tragischen Fall eines Suizides. Wer ist der Autor Ihres literarischen Prologs? Ich glaube, das haben Sie gar nicht verraten. Ja, genau. Das ist genau. Wissen Sie, wer es ist? Ich nehme an, Thomas Mann, kann das sein? Ja, sicher. Nein, nicht Zauberberg. Buddenbrock. 12. Band. Danke für den Hinweis, ich vergessen, ja. Gut, gibt es weitere Fragen da drüben? Ja. Herr Professor, erstmal herzlichen Dank zu einem wunderschönen Vortrag. Danke. Wie ich sehe, Ihren Namen von Helmholtz, Sie sind lange schon dabei und Chorastudium auch, machen Sie bestimmt lange schon. Meine Frage ist an Sie,
wie ist das Tendenz eigentlich Depression für Menschen, so viele Jahre, sie machen Chorstudium mit und machen Untersuchungen. Wie schätzen das, das in den letzten Jahren, wie ist das Depression, ist das gestiegen wegen Digitalisierung, sagen wir, heute ist das Thema, oder wie ist das Unterschied die letzten Jahre? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Eigentlich würde man vom Bauchgefühl her sagen, auch nach der ersten Diskussion Digitalisierung und so weiter, müsste das eigentlich alles ansteigen. Das ist aber Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben immer so eine etwa gleiche Anzahl von, also das ist ja ein Spektrum. Ja, das ist ja ein Spektrum, das sozusagen von negativem Affekt sich weiterentwickelt bis hin zu der manifesten Depression. Und da sind die Grenzen, verschieben sich da manchmal ein bisschen. Auch Menschen können sich sozusagen auch selbst aus diesem Problem herausziehen in vieler Hinsicht. Aber es gibt fast über alle Jahre, die wir verfolgt haben, seit den Mitte 80er Jahre bis heute, ist es fast immer eine stabile Anzahl von etwa 20% der Menschen, die in diesen Studien, in diesen Bevölkerungsstudien sind, die erkennbar an depressiven Symptomen leiden, ohne dass man sie als eine depressive Erkrankung bezeichnen müsste. Und nochmal der Hinweis darauf, da ist es eigenartigerweise so, dass die Bedeutung von solchen depressiven Symptomen, trotz dem, dass es sozusagen nicht eine Krankheit ist, also damit auch letztlich nicht therapiepflichtig ist, trotzdem eine solche starken Impact sozusagen auf somatische Ereignisse hat. Aber wichtige Frage. Gut, gibt's noch? Ich glaube, dass wir, ich hatte noch so ein bisschen zu diesem rasenden Stillstand mich so ein bisschen kundig gemacht. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass wir auch, ich meine, ich bin jetzt auch ein etwas älterer Zeitgenosse und würde eigentlich auch dazu zu tendieren, zu sagen, früher war alles besser. Also früher war sicher alles anders. Ob alles besser war, möchte ich ehrlich gesagt bezweifeln. Ich glaube, wenn wir jetzt uns nochmal auf 1984 zurückbeamen würden, dann würden wir eine große Anzahl von Problemen haben, die damals sehr im Raum gestanden haben und sehr schrecklich waren. Und mit denen wir genauso uns auseinandersetzen müssen wie mit der verrückten Zeit, in der wir jetzt leben. Und jede Zeit hat sozusagen ihre Pros und Kontras. Und der Mensch hat eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Also eine sozusagen gottgegebene, wenn man so will, naturgegebene Resilienz. Und sagen wir mal so, das radikale Paradigma hinter all dem, was ich sage, ist, dass wir erreichen müssen, diese Resilienz aufrechtzuerhalten. Und das sind nicht nur Tipps und Tricks, so Küchentipps mäßig, sondern das ist auch, wie ich finde, das würde ich auch nochmal als Psychotherapeut und Psychosomatiker sagen wollen, das ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst, auch eine kritische Auseinandersetzung. Psychotherapie ist letztlich sowas wie, dass wir schaffen können, uns kritisch zu betrachten und uns selbst zu kritisieren. Das fällt uns immer schwer. Also sozusagen distanziert auf uns selbst zu blicken und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir, glaube ich, einen ganz guten Schritt weitergekommen. Also ich fand, das war ein tolles Schlusswort. Die übrigen Fragen, die ich noch gesehen hatte, können wir vielleicht dann persönlich im Nachhinein klären. Auch für Sie habe ich noch von Seiten der Organisation ein ganz kleines Präsent. Herzlichen Dank, dass Schönen Sie da Dank. Waren. Dankeschön. Und Danke. Ihnen Danke. Vielen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Abend. Ja, und ich mache noch eine... Hallo, geht es an, Mikro? Geht es jetzt? Könnt ihr das nochmal einschalten? Ja, okay. Ich habe noch eine kleine Ansage zu machen. Und zwar, nachher findet ja der Eröffnungsabend statt zum Thema künstliche Intelligenz und Robotik und die ganzen Konsequenzen. Da geht es auch um Technik natürlich primär, aber es geht auch wieder um die sozialen und psychischen Auswirkungen. Und hier steht jetzt Professor Albu Schäfer, der heute Abend referiert, also einer der
Top-Robotik-Spezialisten. Und der hat auch Experimente vorbereitet, die können wir aber nicht auf der Bühne zeigen, sondern die werden außen, und zwar jetzt, zu sehen sein auf dem Marktstand der Wissenschaften vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da haben Sie jetzt noch ein bisschen Zeit, also das ist der Stand ganz vorne mit der Nummer 1, DLR. Und da könnten Sie noch ein bisschen experimentieren, dass Sie sich so ein bisschen jetzt wieder einleben in die technischen Bereiche. Heute Abend besprechen wir alles zusammen. Vielen Dank, da steht Professor Albuschäfer. Ich weiß nicht, wollen Sie noch was anfügen dazu? Er erklärt vielleicht noch ein bisschen, was man da alles sehen kann. Guten Abend. Also ich kann Sie nur einladen, sich das Ganze mal anzuschauen. Robotik ist zum Anfassen, zumindest die Robotik, die wir bauen. Roboter, die mit Menschen interagieren, die man leicht programmieren kann, anfassen kann. Also ich kann Sie nur einladen, fassen Sie den Roboter an. Wenn Sie Kinder haben, die werden das mögen. Sie können da ein paar Klötzchen zusammenbauen und der Roboter macht das automatisch. Ich glaube, das ist die beste Einführung. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer Dreiviertelstunde.